So, da sind wir wieder, meine Freunde, zurück bei Let's Play Minecraft. Und im letzten Part haben wir hier fertig gebaut, so ziemlich, und wir begeben uns jetzt auf eine kleine Reise in ferne Gewilde. Wir verabschieden uns von unserem Bauernhaus. Wir wussten, wir würden es vielleicht niemals wiedersehen. Doch wir schauten mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach vorn. Denn wir wussten, dass wir auf dieser Reise womöglich reich werden und Eier finden, die ein gewisses Huhn gelegt hat. Okay, ihr solltet wissen, dass ich gerade am Nachvertonen bin, weil ich natürlich wieder so doof war. Es gibt bei Audacity den kleinen Trick, wie man dieses Abstürzen verhindert. Zumindest so ein bisschen. Ab und an kann es doch irgendwie passieren, aber so verhindert man das. Aber diesen Trick halte ich mich selber nicht so. Und deswegen sind wir natürlich gerade wieder abgeschmiert, das ist klar. So, ich gehe jetzt aber nicht weiter darauf ein, nur dass ihr es wisst. So, wir befinden uns jetzt hier in einem Schneebiom. Ziemlich verschneit im Schneebiom. Okay, ich stelle jetzt auch mal die Musik etwas leiser. Denn die hatte ich momentan echt ziemlich laut. Ach ja, und mir ist aufgefallen, dass mein Skin irgendwie etwas komisch aussieht. Und ich habe damit nichts zu tun. Ich gebe es zu, ich habe Minecraft gecrackt. Okay, ich gebe es zu. Ich habe es gecrackt. Ja. Naja. Also ist das eigentlich nicht mein Skin. Also bestimme ich das nicht. Ja. Ich habe bloß den Namen MongoMax genommen, weil ich es immer so weil ich immer so genannt werde, zumindest in der Schule, und dass schon ein MongoMax bei Minecraft gibt. Naja, habe ich nun mal leider sein Skin. Oder was heißt leider? Jetzt habe ich halt einen Skin. Und wenn der den Skin ändert, dann ändere ich den Skin nun mal automatisch auch. Das ist nun mal so. Naja, wisst ihr ja. So, wir haben hier eine schicke Höhle gefunden, die wir dann gleich mal anfangen werden zu erforschen, nachdem wir hier die Kohle mitgenommen haben, die wir sehr gut gebrauchen können, da wir uns ja jetzt in einem Schneebiom befinden und es hier so ab und an mal ziemlich kalt werden kann. Und wenn man da keinen Ofen hat, in dem man so ein bisschen Kohle anheizen kann, dann frieren einem da schon mal so ein bisschen die Nippel ab. Na, und das wollen wir ja alle nicht. Deswegen nehmen wir jetzt hier die Kohle mit, bevor wir uns hier in die gruselige Höhle begeben. Obwohl ich nicht weiß, ob die so gruselig ist, ob die überhaupt so groß ist. Mal schauen. Ich kann es ja jetzt mal erzählen, weil, ja, Nachvertoner. Ich versuche gerade so ein bisschen meine Tonqualität zu steigern, denn ich habe, ihr kennt das ja auf YouTube, viele kleine Let's Player, die dann so Rundnachrichten schreiben an alle möglichen Leute, sich vorstellen wollen, ja, sie machen Let's Plays und man soll ja mal vorbeischauen, bla bla bla, kennt ihr alles. Mich hat jemand angeschrieben, und zwar Alphanes2103, glaube ich, heißt der. Ich schau lieber noch mal kurz nach, denn ich möchte euch ja hier keine falschen Infos geben. Ja, Alphalis2103 heißt der. Wie man jetzt die Zahlen spricht, 21 oder 22, ist eigentlich auch egal. Der hat mich angeschrieben, weil er Let's Plays macht und ich sollte mal vorbeischauen. Er hat sich vorgestellt, er macht gerade das und das. Er Let's Play gerade Minecraft und Terraria. Macht das richtig gut, muss ich sagen. Hat eine tolle Stimme, der Kerl. Ist auch recht nett. Und da habe ich ihm gesagt, ja, so unter Let's Playern. Oh, hier geht's ja ganz schön runter. Da würde ich nicht so gern abstürzen. Juh. Naja, ich habe halt so gesagt, ja, unter Let's Playern. Ich mache auch Let's Plays. Deine Videos sind richtig toll, gefallen mir, bist schon ziemlich fame, also zumindest im Gegensatz zu mir. Ich habe ja gerade 10 Abos, glaube ich, momentan. Und mindestens 6 davon sind Leute, die ich persönlich kenne. Was dann eigentlich nicht so richtig als Abo zählt, möchte ich meinen. Aber naja. Ja, ich habe halt gefragt, ob der mal bei mir vorbeischauen möchte, weil ich auch mache auch Let's Plays und ich bin wahrscheinlich nicht so gut wie er, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, habe ich ihn halt mal gefragt, ob er vorbeischaut. Er hat mal vorbeigeschaut und er hat etwas Kritik ausgeübt. Was ich ja gesagt habe, ihr solltet es ja machen. Kritik hilft mir.
Er hat gemeint, meine Soundqualität sei nicht so gut. Also ich habe eine tolle Stimme, aber irgendetwas stimmt mit meinem Mikro nicht oder bla bla bla. So, da haben wir erstmal hier die Höhlenplaylist rein. Wenn wir sie schon haben und in die Höhle gehen, dann benutzen wir sie natürlich auch. Ja, er hat gesagt, dass meine Soundqualität nicht so toll ist. Oder er hat gesagt, ja, sie ist in manchen Fällen echt grottig. Muss ich auch zugeben, also ich will den jetzt nicht irgendwie flamen oder so. Ja, hier Alphalis ist 21.03. Hier mutet den jetzt alle, weil er hat mich beleidigt. Weil mein Sound ja voll toll ist eigentlich. Ja, fickt euch alle. Nein, ich sehe das ja ein. Ich bin nicht der Beste und Hardware-Software ist eh nicht so mein Ding. Da weiß ich nicht, wie ich mein Mikro einstelle, bla bla bla. Sind alles so Sachen. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen dran rumgespielt. Er hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich habe mir ein paar Tipps angeschaut. Kann sein, dass es jetzt etwas besser ist. Kann sein, dass es jetzt total scheiße ist. Das müsst ihr bewerten. Und bitte bewertet das auch. Das ist jetzt sehr wichtig, dass ihr das bewertet. Also schreibt doch einfach in die Kommentare, ob es so besser ist oder nicht. Oder ob sich gar nichts für euch geändert hat. Wenn ihr mir nichts schreibt, dann habe ich kein Feedback. Dann kann ich nun mal nicht wissen, ob das jetzt besser ist. Weil ich kann das überhaupt nicht irgendwie einordnen, jetzt ob es besser oder schlechter ist. Ist nun mal so. Aber, naja, ihr wisst ja. Ja, ich habe mich da halt so ein bisschen hingesetzt auf seinen Rat hin, weil die ja nicht so toll sind. Habe ich immer nach ein paar Tipps gefragt, ob er welche für mich hat. Hat er gemeint, er hilft mir gerne. So unter Let's Playern macht man das auch. Also, er kommt für mich sehr sympathisch rüber. Macht tolle Videos, hat eine tolle Stimme. Und kennt sich in Minecraft vielleicht auch etwas besser aus als ich. Das kann alles sein. Ihr könnt ja einfach mal bei ihm vorbeischauen. Müsst ihr nicht. Ich will jetzt hier keine Werbung machen oder so. Ich sag's ja nur. Seht das jetzt einfach so als Testvideo für neuen Sound. Während wir hier so ein bisschen, also... Ja, ich muss mich selbst gerade anschauen. Und so ohne Stimme ist das alles relativ fade. Weil ich laufe nur rum, baue Kies ab, gehe weg, drehe mich um und baue Kies ab. Und dann gehe ich wieder. Und das sind nicht so spannende Sachen. Naja. Was wollte ich noch sagen? Ja, ist jetzt als Testvideo. Sagt mir einfach, ob es besser oder schlechter ist oder gar nichts von beiden. Und dann werden wir alle gleich viel fröhlicher bei Minecraft. So, zurück zum Thema Kohle abbauen. Das Lied hat mich gerade etwas genervt, aber jetzt haben wir ja die schöne Jukebox-Musik oder die, ja, ich weiß nicht, heißt es Jukebox? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist von wem ist denn das? Das war auf jeden Fall nicht 4. 4 war was anderes, glaube ich. Das war, was war denn das? Mann, ich wusste es gerade eben, ich schwör's. Wenn's mir einfällt, dann sage ich's. Aber solange es mir nicht einfällt, sage ich einfach mal, wir bauen jetzt hier nochmal mehr und mehr Kohle ab. Denn Kohle ist wichtig. Kohle ist der beste Freund des Minecraft-Spielers. Abgesehen von fast allen anderen Rohstoffen. Naja, seitdem die Maps so mit Kohle zugemüllt sind, gibt es auch recht viel von. Aber man braucht ja eigentlich auch recht viel, wenn man jetzt viel baut. Also, wenn man jetzt Steine zu normalen Steinen machen will, braucht man Kohle. Wenn man Eisen zu Eisenbahn machen will, braucht man Kohle. Wenn man Fackeln machen will, braucht man Kohle. Wenn man sich Essen braten will, braucht man Kohle. Kohle ist sehr wichtig. Deswegen gibt es die irgendwie auch überall momentan. So, es kommt mir eigentlich auch... ich möchte jetzt nicht sagen, es kommt mir jetzt gelegen, dass hier die Audacity abgeschmiert ist. Aber es kommt mir in zwei Punkten gelegen. Und zwar... Einerseits, weil ich jetzt die Soundeinstellung etwas aus rumprobiere. Und andererseits, weil es, also gleich wird's dann etwas laggen. Das war, ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt nochmal, also ich habe nochmal kurz bei dem Lag reingeschaut. Wieso das dann so war. Am Ende schmiert man dann Minecraft ab, aber das ist auch egal. Und ihr wisst ja, beim letzten Video war es ja so, durch die ganzen Lags, das war nicht bloß, dass das Bild stehen geblieben ist, sondern es ist auch die ganze Tonaufnahme stehen geblieben. Also es hat immer so drunter gestockt und dann ging es gleich weiter. Deswegen habe ich den Ton dann so ein bisschen auseinandergezogen, weil ich hatte echt keinen Bock mehr auf Nachvertonen. Aber jetzt bin ich gerade gut in guter Laune, weil mir der Herr so ein tolles Feedback gegeben hat, ja.
Vor allem, weil er meint, ja, ich habe eine tolle Stimme, ja, schmeichel, schmeichel, schleim, schleim, ja, da muss ich ja natürlich, ja, da geht's runter, und da geht's auch gleich los mit den Lecks. Das war, vor allem an so einer Kante stehen und Lecks haben, das ist nicht so schön, möchte ich meinen. Ja, da muss ich, also bei so, habe ich ja klasse hingekriegt mit dem, lass mich weg. Ich möchte hier ungern abschmieren. Okay, ich weiß ja schon, ob ich abschmieren oder nicht. Also das ist ja, ich habe das ja gerade eben erst aufgenommen. Das ist ja keine 2 Minuten her nach der Aufnahme, nachdem ich das hier gestartet habe. Okay, eigentlich ungefähr 5. Aber Details sind eigentlich unwichtig. Da. Naja, wie gesagt, die Lexik ignorieren wir jetzt einfach mal gekonterweise. Währenddessen kann ich ja noch ein bisschen lappern. Und zwar, also wer es am Anfang vielleicht mitgekriegt hat, die beiden Schilder, also unser Bauernhof und so, ach ja, da wollte ich euch noch fragen, das sage ich nur kurz, wollte ich ja fragen, ob wir die Minimap hier benutzen dürfen oder nicht. Da habt ihr mir kaum Feedback gegeben, oder so gut wie gar keins eigentlich, also gar keins. Ob ich hier einen Wegpunkt setzen soll, denn falls ich sterbe, weil wir werden hier etwas länger bleiben, und wenn ich hier dann, ich werde hier nicht gleich rausgehen, weil mein Inventar voll ist, deswegen. Und da werde ich dann hier wahrscheinlich so ein kleines Hauptquartier bauen mit Kisten und so. Und dann, wenn ich hier einen Wegpunkt setze, dann kann ich immer hin und her laufen und verirre mich hier nicht. Wenn ihr stattdessen lieber auf dem Minecraft-LPR steht, der, ja, hier leckt's gerade extremst, der sich nur verläuft und failt, was ja bei vielen YouTubern der Fall ist, also bei vielen Leuten, die auf YouTube LPs schauen, dann werdet ihr natürlich alle strikt dagegen sein, das ist mir klar, aber falls ihr denn denkt, ja, oh Gott, der verläuft sich wieder und ich will nicht, dass er sich verläuft, denn dann ist alles für den Arsch, dann sagt mir das einfach. So, wo war ich? Ach ja, mit dem Schild. Die Schilder, die ich aufgestellt hatte. Ja, unser Bauernhof und dann Manni, Rüdiger, Kalli. Das war so ein kleiner Insider von meiner Schule. Wenn sich manche von euch gefragt haben, Kalli, Rüdiger, Manni, was ist da? Wow! Fuck you, bitch! Ach ja, und jetzt geht's los. Also, wie, ja, das war so ein Insider aus meiner Schule, hat einer meiner Freunde vorgeschlagen, dass ich das machen soll, ich hab's gemacht, es war ziemlich lustig in der Schule. Und, ach ja, da hat dann, eigentlich werden jetzt hier so ungefähr 2 Minuten mehr, müsst ihr euch denken, weil da hat's ziemlich gehangen. Also, in dem Startmenü hat's gehangen. Also, ja, so Stopp, und da hat es dann megamäßig gehangen. Also eigentlich müsst ihr euch das weg. Jetzt nochmal 2 Minuten Leck dazu denken. Hab grad einen kleinen Frosch im Hals. Ja, das war so ein kleiner Insider. Und Insider können nun mal reinkommen. Es sind zwar nicht unsere Insider, aber es waren Insider von mir. Und die Schilder habe ich weggemacht, weil wer braucht's? Wer braucht's? Unsere Kühe heißen eh alle. Keine Ahnung. Wie nennt man denn eine Kuh? Betsy? Oder? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wie gesagt, ich brauchte den Feedback für die Soundqualität hier in dem Video. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Jetzt kann ich die noch kurz killen hier. Gebt mir bitte Feedbacks. Ansonsten habe ich keine Ahnung, ob ich es jetzt so lasse oder anders. Ich kann das so nur so ein ganz kleines bisschen selbst entscheiden. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Ansonsten müsst. Entschuldigung, aber ich muss. Boah, ich muss echt ins Bett. Es ist schon ziemlich spät gerade. Die genaue Uhrzeit sage ich euch jetzt nicht, weil sonst denkt ihr, boah, Alter, der hockt um die Uhrzeit vom PC und nimmt auf. Ja, Minecraft has run out of memory. Jetzt habe ich hier gerade so schön den Text vorgelesen, aber währenddessen kann ich ja weiterreden. Ja, ich bin müde, ist ja auch egal. Feedback, sehr wichtig. Vorschläge, was ich bauen soll, auch wichtig. Abonniert mich, wichtigste überhaupt, Favoriten und alles. Ja, ist mir eigentlich alles egal. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Würde mich freuen, wenn es euch auch Spaß macht. Wenn es euch keinen Spaß macht, dann klickt es einfach weg. Es gibt so viel Scheiß auf YouTube. Es gibt so viel geilen Scheiß auf YouTube. Da ist die Auswahl recht groß. Also, naja.
Sucht euch euren LP heraus, den ihr mögt, oder eure LP, das ist ja auch egal. Wenn ich es sein sollte, gut für mich, gut für euch. Wenn ich es nicht bin, dann müsst ihr euch das nicht anschauen. Aber ich bedanke mich, dass ihr in diesem Part wieder mal dabei wart. Oder neu dazu kommen seid, ich weiß nicht. Und ich verabschiede mich hier von euch und sage mal Tschüss.